Vielen Dank für die liebe Begrüßung, Marcel. Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit dem Frater Johannes Paul die Legion Mariens heute kurz vorstellen darf. Kraft der empfangenen Taufe ist jedes Mitglied des Gottesvolkes ein missionarischer Jünger geworden. Jeder Getaufte ist unabhängig von seiner Funktion in der Kirche und dem Bildungsniveau seines Glaubens aktiver Träger der Evangelisierung. So Papst Franziskus in Evangelii Gaudium. Was möchte uns Papst Franziskus hier sagen? Unabhängig davon, ob Sie hier in dieser Tagung physisch präsent sind oder ob Sie über die Medien mit uns verbunden sind, Sie alle sind aufgerufen, in der Verkündigung der frohen Botschaft, in der Arbeit am Weinberg des Herrn aktiv mitzuarbeiten. Und die Legion Mariens ist eine Organisation, die genau das möchte. Alle Mitglieder der katholischen Kirche einzubinden in der Verkündigung des Evangeliums, wie wir in einem wichtigen Gebet wöchentlich beten. Doch was ist die Legion Mariens überhaupt? Die Legion Mariens ist die größte katholische Laienorganisation der Welt. Sie wurde 1921 von Frank Duff, einem Iren, gegründet. Man sieht ihn dort auf einem Bild mit dem heiligen Papst Paul VI. Er hat sich mit verschiedenen Päpsten sehr gut verstanden, die die Legion Mariens alle auch sehr geschätzt und gefördert haben. Mittlerweile gibt es über 3 Millionen aktive Mitglieder, aktive Legionäre und über 11 Millionen Hilfslegionäre. Auf den Unterschied werde ich später noch kurz zu sprechen kommen. Sie ist verbreitet auf allen 5 Kontinenten der Erde und es gibt sie in über 170 Ländern mittlerweile. Wir sehen hier das erste Präsidium, die erste Gruppe der Legion Mariens in Afrika. Pater Karl, der als Missiodirektor sehr viel in der dritten Welt umherreist, berichtet immer wieder, wie fruchtbar und segensreich die Arbeit der Legion Mariens für die Mission in der dritten Welt ist. Was ist das Ziel der Legion Mariens? Das Ziel der Legion Mariens ist die Verherrlichung Gottes durch die Heiligkeit ihrer Mitglieder. Sie möchte also ihren Mitgliedern helfen, heilig zu werden. Wie tut sie das? Einerseits durch die wöchentlichen Treffen, die stattfinden, durch die Katechese, durch das Gebet, durch das System der Legion Mariens, das im Handbuch, was ich hier auch dabei habe, so wunderschön aufgeschrieben ist. Andererseits durch die Werke der Nächstenliebe, zu denen sie ihre Mitglieder anspornt, und der Missionsarbeit. Wir erleben heutzutage ja, wie Europa nach und nach immer mehr vom Glauben abfällt. Und wir fragen uns, warum. Der heilige Pfarrer von Ars sagte einmal, die Welt gehört dem, der sie am meisten liebt und diese Liebe auch unter Beweis stellt. Vielleicht hängt das Desinteresse unserer Zeitgenossen an der Kirche einfach damit zusammen, dass sie sich von der Kirche nicht mehr geliebt weiß, weil die Kirche so sehr um sich selbst kreist und die Menschen sich nicht mehr geliebt wissen. Es geht aber nicht darum, die Kirche zu kritisieren, es geht darum zu schauen, was kann ich machen? Und wir in der Legion Mariens bemühen uns genau das zu machen, nämlich die Liebe Jesu, die er am Kreuz für uns gezeigt hat, den Menschen spürbar und erfahrbar zu machen, in unseren Apostolaten, aber auch im Alltag. Kommen wir nun zu den Missionsstrategien, Missionskonzepten, wie auch immer man das nennen möchte. Einerseits ganz wichtig, Kontemplation und Aktion, Gebet und Ausführung. Das Ganze zeigt sich in der Legion Mariens gleich in zweifacher Weise. Einerseits gibt es, wie schon angekündigt, den Unterschied zwischen aktiven Legionären und Hilfslegionären. Die aktiven Legionäre kommen wöchentlich zu den Treffen und führen wöchentlich ein Apostolat durch. Die Hilfslegionäre unterstützen die aktiven Legionäre nur durch ihr Gebet. Nur, weil Gebet ja auch gar nichts verändern kann. So ein Quatsch. In der Legion Mariens sind wir davon überzeugt und wir haben es erfahren, dass das Gebet entscheidend und verändernd ist. In diesem grandiosen Handbuch steht da so ein toller Vergleich. Das Gebet, die Hilfslegionäre sind für die Legion das, was für ein Vogel die Flügel sind. Wenn ein Vogel keine Flügel hat, dann hüpft er so unbeholfen auf dem Boden rum, kommt nicht vorwärts und muss zu jedem Zeitpunkt Angst haben, von der Katze gefressen zu werden. Er wird nichts auf die Reihe bringen. Ist aber Gebet da, dann hat er Flügel, dann kann er fliegen, dann kann er vorwärts kommen, dann kann er etwas weiterbringen. Gebet ist also wichtig und kann verändern. Und ich möchte Sie alle ermutigen, für die Legion Mariens, aber auch allgemein für die Mission, für die Priester zu beten.
Das ist ganz wichtig. Es liegen auch so Tesseras aus am Eingang. Das beten die Hilfslegionäre jeden Tag für die Legion Mariens. Also falls Sie gleich Hilfslegionär werden wollen, dann können Sie sich einfach so eine mitnehmen und das mir sagen, dann wären Sie ein Hilfslegionär. Das wäre ganz großartig. Gut. Außerdem die aktiven Legionäre sind nicht nur unterwegs in Missionen, im Apostolat und so weiter. Na, es gibt auch das Präsidiumstreffen. Was ist Präsidium? Ja, es ist einfach eine Gruppe von Katholiken, die sich jede Woche um einen Altar der Mutter Gottes versammelt, um dort gemeinsam zu beten. Den Rosenkranz, aber auch weitere Gebete. Das Apostolat, was durchgeführt wurde, vor- und nachbesprechen, also von der letzten Woche nachbesprechen und für die nächste Woche vorbesprechen. Und die vom geistlichen Leiter in einer Katechese bestärkt und weitergebildet werden. Wir haben jetzt schon oft Apostolat gehört. Was ist Apostolat? Apostolat ist ein Dienst, ein Werk der Mission, der Evangelisierung oder ein Werk der Nächstenliebe zur größeren Ehre Gottes. Was für Apostolate führt die Legion Mariens eigentlich durch? Das ist eine blöde Frage, weil die Antwort würde viel zu lang dauern. Ich werde mich auf ganz wenige Beispiele an Apostolaten beschränken, die durchgeführt werden. Ein Apostolat, oder erstmal ist ganz wichtig zu sagen, eine Gruppe der Legion Mariens, ein Präsidium, ist immer in einer Pfarrei tätig. Und als solche untersteht sie auch dem Pfarrer in gewisser Weise. Und sie möchte nichts tun, was dem Willen des Pfarrers widerspricht. Sie möchte ihm helfen. Sie ist offen für das, was der Pfarrer braucht. Sie führt Hausbesuche durch, meistens in einem gewissen Rahmen, zum Beispiel in der Übermittlung von Geburtstagsglückwünschen im Namen des Pfarrers. Oder man bringt eine Wandermutter Gottes, einen Wanderaltar zu den Menschen und lädt sie ein, mit ihnen zusammen zu beten. Ein ganz wichtiges Apostolat, und damit hat es bei der Legion Mariens angefangen, sind die Besuche in Krankenhäusern, in Psychiatrien, in Pflegeheimen, in gesellschaftlichen Brennpunkten. Einfach um dort in diese dunklen Winkel auch die Liebe Gottes hineinscheinen zu lassen. Auch erwähnenswert ist das Straßenapostolat. Man geht einfach zu zweit auf eine Straße und spricht irgendwelche wildfremden Menschen an und fragt sie, ob man ihnen so eine wunderbare Medaille schenken darf. Wenn sie die Medaille nicht kennen, dann haben sie Pech gehabt, weil ich habe keine Zeit, sie ihnen zu erklären. Aber ich möchte ihnen sagen, die sie kennen, es ist ein großartiges Mittel, um mit wildfremden Menschen in ein Gespräch über den Glauben zu kommen. Ich durfte lernen, dass doch sehr viele Menschen offen für sowas sind und sich über so eine kleine Medaille freuen, und die dann sogar tragen, mit sich tragen. Und wenn sie das tun, dann hat die Mutter Gottes versprochen, dass sie diese Menschen auch besonders segnen wird. Und zu guter Letzt, es wurden schon Alpha-Kurse erwähnt, auch Alpha-Kurse können ohne weiteres von der Legion Mariens als Apostolat durchgeführt werden. Sie sehen, die Apostolate sind sehr vielfältig und können den Bedürfnissen als auch den Fähigkeiten der Mitglieder angepasst werden. In der Legion Mariens ist ein Platz für jeden, der katholisch ist, 18 Jahre ist und Interesse hat und mitarbeiten möchte, mithelfen möchte. Sowohl die 70-jährige Oma kann fruchtbar etwas für die Evangelisierung beitragen. Aber auch der 20-jährige Jugendliche, der auf charismatischen Exerzitien war und irgendwie ganz begeistert ist und für den Glauben brennt und was tun möchte, bekommt auf diese Weise die Möglichkeit, wirklich fruchtbringend etwas für den Glauben zu tun. Damit sind wir beim nächsten Punkt. Es gibt ein gut funktionierendes System. Sie sehen da so eine Grafik von dem System und von dem Handbuch, wo unser Regelwerk quasi drinnen steht. Es wurde ja gestern schon abwertend fast von ein bisschen von den Strukturen gesprochen. Und in der Kirche, da versuchen wir nur Strukturen zu reformieren und das bringt alles nichts. Aber ein charismatisches Chaos ist auch keine Lösung. Das ist keine Kritik an der charismatischen Erneuerung. Ich möchte lediglich sagen, dass wenn keine Ordnung dahinter ist, wenn kein System dahinter steht, dann wird eine Bewegung nie groß werden können. Dann wird sie nie großflächig was verändern können. Und Pater Karl hat erzählt, gerade in Afrika oder in der Dritten Welt, wo die Ordnung, die Disziplin nicht so verbreitet ist zwangsläufig, kommt das System der Legion Mariens richtig gut an und ist wesentlicher Faktor, warum dort so viel vorwärts geht. Noch einen letzten Punkt möchte ich nennen. Maria am Werk. Vor zwei Tagen habe ich Pater Bernhard Wuschitzki getroffen. Das ist in Heiligenkreuz ja nicht so schwer. Und er ist seit 51 Jahren in der Legion Mariens dabei. Und ich habe ihn gefragt, gibt es etwas, was ich unbedingt sagen sollte? Der meinte, ja, du musst unbedingt sagen, Maria ist am Werk.
Unsere Missionsstrategie ist es, mit Maria zusammen Apostolat zu machen. Wir bringen sie zu den Menschen und sie führt die Menschen dann durch uns oder mit uns zu Jesus. Was heißt das konkret? Das kann man schwer sagen, das muss man erfahren. Deshalb möchte ich kurz noch ein kleines Zeugnis geben, was ich erleben durfte. Ich bin seit einem Jahr in der Legion Mariens dabei und fast jeden Sonntag in einem Pflegeheim hier in der Nähe. Besuche dort alte Menschen, bringe sie zur Heiligen Messe und spreche danach mit ihnen über den Glauben. Es sind viele schöne Dinge da schon passiert. Ich möchte nur eins erzählen. Vor 2 Wochen ergab sich ein Gespräch mit einer Frau und sie hat mir erzählt, ja, sie hat 2 Kinder abgetrieben. Sie hat nie gebeichtet, sie hat nie Gott um Verzeihung dafür gebeten, aber irgendwie hat sie doch ein schlechtes Gewissen und so weiter. Großartig. Das war dann möglich, diese Frau mit einem Priester zu vermitteln. Sie hat das dann gebeichtet, sie hat ihre Sünden bereut. Und diese Woche habe ich mit dem Priester gesprochen und er meinte, es war großartig. Sie hat ihr ganzes Leben vor Gott gebracht und es ist jetzt alles wieder gut. Ein weiteres und letztes Beispiel, womit ich enden möchte. Ich war diesen Sommer auf einer Peregrinatio pro Christo. Das ist so eine einwochenlange Straßenmission, vereinfacht gesagt. Gemeinsam mit 8 anderen Jugendlichen. Also es war eine Jugend-Peregrinatio pro Christo. Und ich möchte von einem Abend erzählen, wo wir 1 Stunde Straßenapostolat gemacht haben. Gemeinsam mit einem anderen Mädchen war ich zusammen am Marktplatz. Und erst haben wir 2 16-jährige Katholikinnen angesprochen, ihn gefragt, ob wir ihnen so eine schöne Medaille schenken dürfen. Und sie haben sich riesig darüber gefreut. Kaum zu glauben, sie waren tatsächlich auch katholisch, sie waren auch gefirmt, aber natürlich gehen sie nicht zur Messe und beichten gehen sie auch nicht. Und vom Glauben haben sie auch keine Ahnung, so wie das halt üblich ist. Aber sie waren so offen. Wir konnten so schön mit ihnen sprechen über die Wichtigkeit der Heiligen Messe, warum es wichtig ist, wöchentlich zur Messe zu gehen, warum die Beichte so ganz, ganz wichtig ist, gerade auch in dieser Zeit. Danach sind wir weitergegangen. Kurz danach treffen wir eine Gruppe von 5 Jugendlichen, Alter 17 Jahre, beide Geschlechter. Wir fragen, dürfen wir auch ihnen so eine Medaille schenken? Nein, brauchen wir nicht, wir sind Atheisten, sagt so ein Mädchen ganz aus voller Überzeugung. Sie sind dann aber doch irgendwie interessiert, warum wir das Ganze machen und sprechen uns weiter darauf an. Und wir sprechen so ein bisschen über den Glauben, warum wir glauben und so weiter. Und am Ende des Gespräches fragt dasselbe Mädchen, das vorher gesagt hatte, na, das brauchen wir nicht. Kann ich nicht doch so eine Medaille haben? Ja, gerne, bitteschön. Und dann wollten alle eine Medaille haben. Wir hatten noch 15 Minuten Apostolatzeit und haben nochmal 3 Jugendliche angesprochen, die an einem Brunnen saßen. Wir haben ihnen auch eine Medaille angeboten. Sie waren so offen und hatten so viele Fragen, dass wir 1,5 bis 2 Stunden nur mit diesen 3 Jugendlichen gesprochen hatten. Sie wollten kaum noch aufhören. Blöderweise hatten wir unsere Apostolatszeit überzogen, aber das macht man natürlich gerne, nicht? Ich denke, wir können sehen, Maria ist wirklich am Werk und mit ihr zusammen geht wirklich etwas weiter. Ich komme jetzt zum Ende. Wir sind hier noch so ein Bild, wo überall Legion Mariensgruppen in Österreich sind. Möglicherweise ist für Sie auch noch irgendwo ein Platz. Wenn Sie Interesse haben im Internet und so weiter, wird man sich informieren können. Und der Frater Johannes Paul wollte noch kurz etwas über geistliche Leiterschaft sagen. Danke, Willi. Ich bin sehr dankbar. Der Willi ist jetzt seit gut 1,5 Jahren in der Legion Mariens und man sieht, Maria ist am Werk. Es ist wirklich großartig. Wir freuen uns. Also Legion ist Maria am Werk. Man könnte auch sagen, wenn sie dich führt, verirrst du dich nicht. Sie ist wie der Morgenstern, wie der Polarstern, den die Seefahrer immer gesucht haben und mit dessen Hilfe sie immer ans Ziel gekommen sind. Wir lesen im Handbuch, ihr mütterlicher Einfluss ist eine gewaltige Macht, die durch das marianisch geprägte System der Legion in Fülle herabgezogen und durch ihr intensives Apostolat den Seelen überreicht, ausgeteilt wird, damit in ihnen das Licht des Glaubens erstrahlt. Also, Maria am Werk. Wenn wir uns ihr anschließen und ihr die Hand geben und von ihr führen lassen, dann kann alles gelingen. Und was ist jetzt speziell, der Willi hat schon fast alles gesagt, was ist jetzt speziell noch von unseren geistigen Leitern die Aufgabe? Ich darf im Präsidium Mater Maria Caritatis Universalis, dem Studentenpräsidium hier in Heiligenkreuz,
stellvertretender geistlicher Leiter sein. Und der geistliche Leiter soll sich um sein Präsidium sorgen, wie sich Maria um ihre Kinder sorgt. Wie macht er das? Dazu muss man sagen, die Legion beurteilt ihren Erfolg nicht ausschließlich nach dem geistigen Fortschritt ihrer, Mitglieder, den sie beim Apostolat in die Tat umsetzen. So ist es unsere Pflicht, den Mitgliedern das Streben nach geistlichem Fortschritt zu wecken. Wie ein Novizenmeister soll sich der geistliche Leiter um die geistlichen Fähigkeiten sorgen und sie zur Höhe bringen. Er soll die Tugend entfachen und immer auf die Gnade hinweisen. Der geistliche Leiter bestimmt auch, welche Art von Apostolat ausgeführt wird. Er achtet darauf, dass die Legionäre sich nicht selbst etwas aussuchen, sondern auch immer in Absprache mit dem Pfarrer die Apostolate vergibt und aussucht. Und viertens ist es seine Aufgabe, zu stärken und zu schulen durch Katechese, Segen und durch gutes Beispiel. Also wir sehen, auch der geistliche Leiter muss sich ganz an Maria halten, und wenn Maria am Werk ist, dann ist es gut. Also Legion ist Maria am Werk. Danke.